Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Vor der Kamera zusammen mit Sabine Reber und Jean Rose. Reber hier. Salut. Hinter der Kamera Falco Berg. Unser Thema heute: die Bücher der Gartenschriftstellerin Sabine Reber. Sabine, wir haben es vorhin gehabt, du schreibst Bücher. Wir haben darüber geredet, wie Bücher entstehen. Jetzt das neueste Buch, Gärtner, die neue Freiheit. Was ist der Plot sozusagen? Was ist das, was sich durchzieht durch dieses Buch, die Story? Das ist eigentlich das Buch gegen die Gartenregeln, weil ich bin ja der Meinung, man kann überall einen Garten machen und jeder Mensch kann einen Garten machen. Und oft haben die Leute so viele komplizierte Ideen im Kopf, die denken irgendwie, das und das und das muss man. Und ich habe mir all diese Regeln angeguckt und gesagt, das meiste muss man gar nicht. Also viele Pflanzen, die kann man einfach pflanzen und die wachsen. Und das ist eigentlich das Buch, das handelt davon, wie man auch an ganz kleinen Orten, also auf einer Terrasse oder irgendeiner Ecke in einem Hinterhof, was pflanzen kann. Also eigentlich die Freiheit, einen Garten zu machen, wo man will und wie man will. Davon handelt dieses Buch. Eben, weil Garten nimmt ja auch ein bisschen Freiheit. Wenn man einen Garten hat, muss man ihn ein Stück weit pflegen. Aber es geht hier darum, wie man den Garten gestaltet, ja, dass man da mehr Freiheiten hat. Die meisten Gartenbücher, die sind ja so aufgepasst, dass die fragen, was muss ich für meinen Garten tun? Aber ich habe das auch umgedreht und gesagt, was tut der Garten für mich? Also, dass eigentlich der Mensch im Zentrum ist und wir können unsere Gärten auch so gestalten, dass wir nicht dann die Sklaven von dem Garten sind, sondern der Garten soll mir natürlich etwas geben. Also der gibt mir Früchte, Kräuter, der gibt mir aber auch Ruhe. Das ist eigentlich so ein Meditationsort auch für mich, also wo man das eigentlich alles neu anschaut. Also was ist ein Garten? Was will ich da überhaupt? Was mache ich da überhaupt? Das ist wirklich ein Buch, wo ich das alles eigentlich in Frage stelle und sage, macht eure Gärten so, wie ihr die braucht. Also macht nicht irgendwie das, was der Nachbar macht. Das mag für ihn richtig sein, aber jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und das gilt, das zu pflanzen, was man selber auch braucht und mag und haben will. So. Wenn es jetzt keine Gartenregeln oder nur wenige Gartenregeln gibt, gießen muss man sie halt, ja, und Dünger gießen, brauchen sie auch. Düngen, also Pflanzen brauchen Wasser, sie brauchen Nahrung, sie brauchen Licht. So, diese drei Sachen brauchen sie natürlich. Und wenn man das mal begriffen, Liebe, ja. Ja, Liebe sowieso, also da habe ich auch viel drüber geschrieben natürlich, dass man, ich rede ja auch mit den Pflanzen, also dass man, ja, ein Garten ist ja ein lebendiges Universum und da ist man als Mensch ein Teil davon, dass man natürlich auch kommuniziert mit den Pflanzen. Wenn es jetzt so ist, dass der Garten, dass alles eigentlich möglich ist im Garten, bleiben dann eben neben dem Gießen doch ein paar Regeln über Sachen, die man gar nicht machen darf, Do's and Don'ts sozusagen? Ja, es gibt ganz wenige Sachen, die man nicht tun darf. Also es kommt immer drauf an. Also manche Sachen funktionieren an einem Ort und am anderen nicht. Also ich denke, man ist ein bisschen wie mit dem Kochen, wo man so ein Gefühl dafür entwickelt. Das muss man wirklich an jedem Ort auch selber spüren und herausfinden, was kann ich da machen, wie mache ich das am besten. Und das ist eben oft mit diesen alten Regeln, die man so im Kopf hat, die sind oft eher hinderlich. Also lieber selber ausprobieren, gucken. Und manchmal sagen die Leute, ach, das wächst hier sowieso nicht und das wächst hier nicht und das kannst du nicht. Und ich sage immer, na, will ich erst mal ausprobieren. Jetzt gilt die Regel, dass deine Tochter etwas von dir will. Genau, was willst du? Ja, kannst du es messen. Jetzt vielleicht noch die letzte Frage. Eben, es gibt doch ein paar Regeln, die vielleicht übrig bleiben, eben Gießen, ja, und so weiter. Sonne und der Standort ist wichtig. Also Pflanzen brauchen den richtigen Standort, das ist ganz wichtig. Also wenn eine Pflanze Sonne braucht, dann muss die an die Sonne. Wenn die Schatten braucht, dann muss die an den Schatten. Also ja, ein bisschen Kenntnis halt über die Pflanzen ist ganz gut. Also wenn man erstmal weiß, wie die heißen und wo die herkommen, was die brauchen, das ist natürlich wichtig. Es gibt ja nicht nur die alten Regeln, wie man gärtnern muss, sondern es gibt auch so neue, moderne Regeln, politische Correctness, es müssen einheimische, torffrei, einheimische Pflanzen sein, es dürfen keine fremdländischen sein, sie dürfen nicht invasiv sein. Was hältst du von diesen neuen Regeln? Ja, also wir haben das ja jetzt politisch langsam durch mit Ausländern raus und ich reg mich furchtbar auf, dass jetzt hinten durch die manche Leute sogar aus dem linken Umfeld jetzt mit dem Scheiß im Garten anfangen. Also was soll das? Ich finde es total blöd. Also Pflanzen sind immer gewandert. Na? Die meisten Pflanzen, die wir bei uns haben, die sind ja nicht einheimisch in dem Sinn, die sind irgendwann hergekommen mit Kolumbus oder später. Und also ich gucke mir eine Pflanze an und ich gucke, was macht die bei mir? Wenn die Probleme macht, gut, dann reiße ich die aus. Wenn die keine Probleme macht oder ich sehe, da gehen die Schmetterlinge drauf oder die Bienen kommen, dann ist gut. Also man muss das schon von Fall zu Fall angucken. Also interessiert mich nicht, wo die herkommen, was die für einen Pass haben oder so. Und die Schmetterlinge fragen auch nicht, ob eine Pflanze einen Schweizer Pass hat. Also das ist
ziemlich viel Quatsch jetzt auch auf dem Gebiet. Aber sonst, also ich bin sehr natürlich auch für biologischen Anbau, soweit es irgendwie möglich ist, und torffreie Erden und all diese Sachen. Also es gibt sehr viele Fortschritte, die sinnvoll sind, aber das mit dem Einheimisch oder nicht, also großes Fragezeichen meinerseits. Und keine Ideologie. Ja, man sollte es nicht so stur alles sehen. Also es ist schon, ja, viele Leute mögen halt Regeln und dann kann man dem Nachbarn wieder sagen, was er darf und was er nicht darf. Und da habe ich etwas mehr. Also Garten soll ein Freiraum sein. Das ist ja eure Freizeit. Also genießt es. Und das ist so schade, wenn die Leute dann immer gleich die nächsten Regeln wieder aufstellen. Also das ist auch unsere Gartenphilosophie. Fast alles ist möglich in Sabines Garten, auch in unserem. Probieren Sie diese Freiheit aus, der liberale Garten sozusagen. Genau, der liberale Garten, das meine ich.